Schönen guten Tag, wir sind heute hier im Zoo, wo ein neues Elefantengehege entstehen wird und wir wollten die Münsteraner mal fragen, wie ihre Meinung dazu ist. Was denken Sie denn über den Bau des neuen Elefantenparks? Finde ich gut. Ich war vor 2 Jahren zuletzt hier. Ja. Da fing das, glaube ich, schon ein bisschen an, dass sie das gebaut haben. Da kommt man die, und so, wie sie das jetzt so, wie ich das gesehen habe, wie das jetzt so gestartet wird, finde ich das ganz gut. Ich kenne da mehrere Zoos. Also zumindest, weil es sieht jetzt auch ein bisschen größer aus. Und auch früher war es ja auch so, dass die Elefanten eigentlich nur das Gleiche gemacht haben, immer auf der Stelle standen. Wenn das jetzt größer ist, dann ist es auf jeden Fall besser für die Elefanten, hoffe ich. Also positiv eher. Ja, finde ich auch. Und was denkt ihr über die Idee, dass das ja auch Geldverschwendung sein könnte? Man könnte ja eher das Geld investieren, um die auszuwildern, wieder, dass die wieder Afrika, Asien leben können, in ihrer gewohnten Umgebung und nicht weiterhin im Zoo. Ja, wenn es im Zoo keine Elefanten gibt, dann fehlt ja, finde ich, ein wichtiges Tier. Aber ich finde, das ist keine Geldverschwendung, wenn man für Tiere Geld ausgibt, um die Umgebung irgendwie besser zu machen, damit die besser leben können. Finde ich total super, weil das ist ja wohl 3-mal so groß jetzt wie das alte. Und dass die Elefanten auch dann jetzt ihren Bewegungsdrang ausleben können, wenn das dann fertig ist, finde ich total klasse. Das übersteigt noch das vom Kölner Zoo, wo ich eigentlich herkomme, aus Köln. Finde ich also echt heftig, was da geplant ist. Normalerweise muss man doch immer etwas ändern. Ne? Sonst wird es bei uns in Antwerpen auch so. Hat man alles schön wieder neu gemacht, dann kommen die Leute gerne dahin. Möchten Sie ein neues Gehege haben? Oder lieber zurück back to Afrika? Nee, du willst ja dein Zuhause auch besser gestalten, oder nicht? Und dich wohlfühlen. Und das machen die ja für die Tiere genauso. Mehr Arbeit, ne? Ist mehr Arbeit dann. Ja, das auf jeden Fall. Sehr viel mehr Arbeit. Ja, grundsätzlich allgemein ist ja das Gute, dass die Elefanten dadurch wesentlich mehr Platz haben und halt ihren natürlichen Bedürfnissen eher nachkommen können als jetzt im Moment. Einfach dadurch, dass sie das große Badebecken kriegen, was wir im Moment halt immer nur mit so einer kleinen Molle denen sonst bieten können, um sich halt nass zu machen, gerade bei dem Wetter jetzt. Und so denken also die Münsteraner über den Bau des neuen Elefantenparks. Tschüss! Tschüss!